Tag 4. Signalsuche. Eisöde der Verwirrung. Das war brillant, Alf. Unser Scan-Bereich ist jetzt viel größer. In diesem Gebiet hier empfange ich ein neues Signal. Könnte das eine bisher unbekannte Nahrungsquelle sein? Nichts wie hin. Nein, ich denke nicht. Dieses Mal ist es ganz bestimmt der Captain. Geh mir nachsehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe, wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Wir hören uns jetzt aber erstmal das Gespräch an. Die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, gehören also jemanden von Hokitate? In der Tat, sie gehören eindeutig jemanden, der sich von Gemüse ernährt. Ich habe mal ein Pik-Pik-Karotte von dort gegessen, aber die war nicht besonders schmackhaft. Sie haben Gemüse gegessen, Brittany? Für die Wissenschaft. Aber Gemüse als Nahrung würde sich auf Koopa niemals durchsetzen. Tja, würden wir Gemüse essen, hätten wir nicht den weiten Weg zu diesem Planeten fliegen müssen. Das ist wohl wahr. Aber alles andere können wir später besprechen, denn wir müssen erstmal noch die Drachenfrucht lesen. Milde Bestie, ein milder, sanfter Geschmack, der im starken Kontrast zum Äußeren dieser Frucht steht, welches einen zuerst an eine neue Art einheimischer Bestie denken lässt. Im Inneren befindet sich eine Vielzahl an Kernen, die für Koopa eine große Hilfe sein werden. Wie darf ich mir das vorstellen, Brittany? Ach, wie dem auch sei, der Captain braucht unsere Hilfe. Mit unserem Pikmin. Ich muss mich angewöhnen, das S am Ende nicht mitzusprechen. Finde Charlie. Ich werde es versuchen. Oh, nicht schon wieder. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oh je. Au, au, au. Alles in Ordnung bei dir, Alf? Hallo? Alf? Das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich würde mal sagen, in einer eisigen Höhle und hier ist eine Frucht. Scheint eine Orange zu sein. Okay, kein Zeitlimit, das ist gut. Das heißt, wir können die Höhle... Ist ein Tutorial. Da ist etwas. Oh, die gelben Pikmin. Pikmin? Was machen die da? Ich würde mal sagen, sie machen eine Elektroparty. 2 von 5, das ist... Gelbe Pikmin 1. Gelbe Pikmin können Elektroden verbinden. Genau, das wollte ich eigentlich sagen, aber dann habe ich das aufgeschnappt und ihr wisst, was ich meine. So. Oh, ist das grell in meine Augen. Oh, ist das hell. Haben Pikmin gute Anwälte? Frage für einen Freund. Oh. Eine Zwiebel? Ohne Licht scheint sie nicht überleben zu können. Okay, wir merken schon, wenn wir wieder mit Alf vereint sind, müssen wir definitiv wieder zurück in diese Höhle, weil hier ist einfach mal eine Frucht. So, während ihr das macht, schaue ich mich mal hier um. Eine Kugel, dafür brauche ich 20, kein Problem. Am besten lasse ich die Keime noch dort. Mache erstmal die hier. Ist auch noch einer. Und da hinten auch.
Gelbe Pigment 3. Gelbe Pigment können höher geworfen werden. Das ist praktisch. Frische Luft. Ach, ich sehe schon. Da oben ist die Kugel und die macht uns die Höhle frei. Das ist doch gut. Ist das ein Geysir? I believe I can fly. So, nicht bummeln, denn unten ist... Das ist nicht Elektroschock. Weil hier oben war auch noch einer. So, und während ihr dort beschäftigt seid, hole ich schon mal die ersten hier raus. Hui, hui, hui und hui und hui. Eigentlich habe ich schon genug. Aber man kann nie zu genug Pigments haben. Man kann niemals genug Pigment haben. Und ich sollte aufhören, mit S zu sprechen. Genau wie bei Pokémon, die Leute immer... Die meisten immer noch Pokémons sagen. So ist es bei mir mit Pigment. Ui. Auf sie mit Grün. Ich muss das machen. Sorry, Leute, ich muss das machen. Das ist ein Drang von mir. Mach weiter. Macht alles kaputt. Okay. Ich glaube, wir können weiter. Oh, die Brücke ist kaputt. Endlich wieder Tageslicht. Das ist doch Alf. Und das ist auch die Drake. Alf, hier drüben. Brittany, Ihnen geht es gut. Ich kann sie sehen. Auf der anderen Seite des Flusses. Gemeinsam finden wir einen Weg. Sag mir, was ich tun soll. Das machen wir, Alf, wenn wir erstmal wissen, was wir tun müssen. Aber Hauptsache, wir beeilen uns jetzt. Hier will ich nicht bleiben müssen. Am Ende erfrieren wir noch. Wenn wir nicht vorher verhungern. Okay, da kann man wohl eine Abkürzung freischalten. Komm, den machen wir erstmal fertig hier. Komm, macht ihn fertig. Entkommen. Bewege Elf schnell hin und her, um zu entkommen. Ah, okay. Da kann uns also gefangen nehmen. Okay, dann gehen wir zu Alf rüber und holen hier schon mal die ersten Pigment raus. Dann holen wir hier auch mal 25 raus. Gelbe Pigment 2. Gelbe Pigment sind gegen Elektrizität immun, you don't say. Ist auch noch was? Knopfprimel. Wurde eine Knopfprimel geerntet, wächst der Knopf mit der Zeit nach. Das ist praktisch. Hier können wir was machen. Und das ist auch so ein Durchgang. Gelbe Pigment sind sehr geschickt im Graben. Okay, das merke ich mir. Hier kommen wir noch nicht weiter.
Dafür brauchen wir ein Gasier. Dafür brauchen wir ein Gasier. Ich brauche dafür. So, das sind nur Münzen. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen in der Zeit die Brücke fertig kriegen. Dann werfen wir das ja mal rüber. Von hier kann ich sie werfen. Okay. Upsi. Nein, 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 nein. Halleluja, das hätte schief ausgehen können. So, dann Alf. Da ist ein Gegner, den habe ich gesehen. Gut, aber zuerst müssen wir die Brücke zusammenbauen. Obst ist jetzt erstmal unwichtig. Volstar, schleich dich heran und greife direkt von hinten an. Gelbe Pikmin sind die beste Wahl. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Habt ihr gut gemacht. Okay, habt ihr alle eine Blume? Okay. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Sag, wo sind die ganzen Brückenteile? Ist besser. Hier kann ich gelben Pigments machen. Ich bin gespannt, ob wir die Brücke am ersten Tag schon durchkriegen. Obst kann man immer noch am nächsten Tag sammeln, so ist es ja nicht. Unten sind Gegner und da ist eine Kirsche. Die könnten wir uns holen. Die gelben Pigments können ja höher. Reicht das? Die beste Frage ist, wo bringen die das hin? Bringen die das zu Drake? Ja. Neue Frucht erhalten, okay. Ah, hier sind Scherben. Wo sind die roten Scherben? Ah, höchstwahrscheinlich hier. Wobei, da sind die Scherben. Wo sind denn die roten Scherben? Können die da sein? Müsste eigentlich, weil sonst sehe ich die nicht. Und ich muss schon mal hier lang. So viel steht schon mal fest.
So. Auch gut, dass wir den besiegt haben. Da ist eine Orangenwasser. Was denn du kriegst? Ein paar hiervon. Dann sagen wir, Brittany, geh bitte mal hier hin. Und wir holen mit Alf schon mal die Pigments. Ob die höchstwahrscheinlich jetzt alle wieder dort sind. Nicht bummeln, Leute. So, dann warten wir mal hier auf die anderen. So. Hui. Gepanzerter Grabfisch, seine Schwachstelle liegt hinter dem Panzer. Ja, und deswegen sollt ihr das auch noch nicht wegmachen. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt könnt ihr es gleich wegmachen. So, dann warten wir mal hier auf die anderen. Da brauche ich Wasserpigments. Oh, das ist eine Zitrone. Dann sind wir gleich wieder mit den anderen vereint. Wunderschön. Kann ich die Abkürzung auch nutzen? Natürlich nicht. Dann warte ich hier nochmal auf die anderen Pigmen. Reicht aber nicht. Schaue ich mich hier nochmal um. Aber jetzt habe ich auch die hier. Genau. Und dann werde ich mich hier einmal umsehen. Wunderschön. Los, 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 weg von euch. Abschiedsgeschenk. In einem Entsetzlichkeitengebiet kam mir nicht umhin, ein Objekt aus Schnee zu bemerken. Es erinnert mich ein wenig an ein Gesicht und ist nicht zu übersehen. Ich fühle mich immer mehr an unseren Präsidenten von Hockettate Fright erinnert. Ich fühle mich immer mehr an unseren Präsidenten von Hockettate Fright erinnert. Okay. Das muss diese Knollnasen sein. Captain Olimar. Werf einen Anführer an sonst nicht erreichbare Orte. Okay. Oh nö. Er frisst alle meine So. Nein. Ihr holt das hier.
Gut, dann schauen wir mal kurz mal mit Alf, wo hier die anderen sind. Höchstwahrscheinlich hier. Dann gehst du bitte dorthin. Nein, das ist nur eine Abkürzung. Nein, nicht das hier. Ach, da unten sind die Scherben, okay. Dafür brauche ich Feuerpigmen. Eine Erdbeere. Pigmologie. Wird ein Pigment hineingeworfen, ändert es die Farbe. Das ist praktisch. Okay. Ich glaube, ich sollte hier eher mit roten Pigments arbeiten. Oh. 1, 2, 3. Die gelben können das hier alles wegmachen. Weil dann können die roten auch das hier wegmachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und wir gehen dann wieder zurück zu Brittany. Dann ist die Brücke auch gleich fertig. Und die Frucht können wir dann... Ja, die Brücke ist fertig. Das wäre überstanden. Die Brücke ist fertig. Jetzt kann ich wieder zu Alf ins Schiff. So, dann würde ich mal sagen... Alf, wir treffen uns auf der Mitte. Ich schau mal hier hin und wir gehen mit Brittany erstmal wieder zurück in die Höhle. Weil da war ja auch eine Frucht. Dann haben wir heute aber echt viel geschafft wieder. Bin da und was jetzt? Du wartest. Ui, eine Kiwi. Schön, dann gehen wir schon mal vor. Und dann holen wir auch die andere Früchte ab. Hi Alf! Hallo Brittany! Hast du wirklich, Alf? Du hättest in der Zeit doch alles pflücken können. So, wo ist denn die nächste Frucht? Hier hätten wir Früchte. Ach, hier war ja auch noch eins. Genau. Dann gehen wir dorthin und holen uns diese Frucht noch ab. So schön, dass man dem beim Laufen zusehen kann. Die Kaulquappen. Hey, was macht die hier? Hui. Puh, geschafft. So. Bringt er auch direkt wieder zurück?
eigentlich schon wieder hoch. So. Nicht bummeln. Alles nur nicht bummeln. Komme ich denn an? Warte, können die Pigments das auch einsammeln? Scheinbar nicht. Wie komme ich denn dann da hoch? Da kann... Warte. Ach, hier. Okay, Alf, du musst doch noch mal da hoch. Kommst du da nicht hoch, Alf? Muss ich denn anders gucken, wie ich da hochkomme? Vielleicht ein andermal. So, vielleicht... Hier ist ein Traube, hier ist auch nochmal eine Orange. Hier haben wir schon mal alles geklärt. Was ist das denn? Ach, der Geysir, genau. Hier ist noch eine Kirsche. Hätte ich mal besser geguckt. Ich muss da sowieso lang. Beeilung. Komm ich denn da hoch? Fragen über Fragen, die wir das nächste Mal klären werden. Wie ich da hochkomme. Warte. Nee, oder? Kann ich einfach hier rüber? Nö. Hätte mich auch gewundert. Ach, jetzt sehe ich das Gesicht. Okay, da ist eine Kapsel. Okay, das lohnt sich eh nicht mehr. Das ist dann was für den nächsten Tag. Wir haben auch etwas mehr Zeit. Wir wissen, wo Früchte sind. Wird spaßig. Und fast meine Pigmen haben schon ihre Blüten. Mir ist schon wieder kein zu essen gekriegt. Och, Menü.
wahr, sie wurde absorbiert. So verschmelzen sie also, ja, so verschmelzen sie, Brittany. Und die Knospe Zwiebel ist größer geworden. Wir haben etwas Neues entdeckt. Ich bin schon auf den Geschmack gespannt. Cupidos Granate. Lecker Kirsch. Mit Erdbeeren. Glückwunsch, 5 Arten gesammelt. Auf diesem Planeten gibt es wirklich die unterschiedlichsten Früchte. Wir sollten weitersuchen. Ich freue mich schon auf die nächste Entdeckung. Die haben wieder eine leckeren Sonnenkernbeere. Verkleidete Delikatesse. Delikatesse, auch bekannt als Kiwi. Reicht noch nicht für ein Ganzes. Bah. Eine Flasche Kiwisaft wäre bestimmt jetzt. Muss man mal probieren, ne? Und jetzt gemischt mit den anderen. Mit einer Zuckertropfen. So, das darstellen. Kommt mir bekannt vor, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber das könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Ich dachte schon, ich müsste verhungern. Ich würde sagen, unsere Vorräte dürften noch eine Weile reichen. Ich würde mal sagen, unsere Bilanz ist ziemlich gut bisher. Also ich würde mal sagen, bei 4 Parts haben wir mit 8 Verlusten gerade mal 2% der Pigment verloren. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn man prozentual alle Pigment zusammen rechnen würden, sind sogar unter 1%. Glaube ich. Ach egal, weiter geht's. Für Mathematik ist es schon etwas spät. Tag 4. Der Landeplatz der Drake und die Höhle, in der Brittany Schutz gesucht hat, befinden sich auf gegenüberliegenden Ufern. Es gelang uns, die Brücke, welche beide verbindet, fertigzustellen. Ich frage mich, welche Besonderheiten die von Brittany entdeckten Gelben-Pigmen außer ihren großen Ohren und ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Elektrizität noch aufweisen. Liebe Grüße, Alf. Speichervorgang. Und an dieser Stelle sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pigment 3 Deluxe. Bis dahin, tüdelü.